So, mein Tee zieht gerade vor sich hin und wir können jetzt hier anfangen bei Super Mario Galaxy 2. Hoffentlich mal ein bisschen gechillter zu werden seit dem letzten Part. Das war ja irgendwie wieder ein bisschen... Ach, die Missionen waren nicht so nett. Und jetzt geht's in der Sturzfluggalaxie hoffentlich netter zu. Ich hoffe es einfach. Ja, das heißt so in 10 Minütchen, dann kann ich erstmal einen schönen Tee gönnen hier. So. Toku Karambolage Gleiter. Okay, der kommt also nochmal vor. Moment. Hieß die andere nicht auch Sturzfluggalaxie? Das kommt mir jetzt so bekannt vor vom Namen. Ich weiß es nicht. Müsste ich nochmal schauen. Und es ist auf jeden Fall mal wieder Lava am Start. Das finde ich persönlich erstmal nicht so schön. Gleitflug, ja. Nur nochmal ein Tutorial. Hallo. Mit dir muss ich reden. Dieser Tuku-Gleiter hier, er kann dich leiden. Also darfst du dich an seine Krallen hängen. Ja, los geht's. Hat irgendwie ein bisschen was Ratchet & Clank 2-mäßiges. So, hier durch so eine Fabrikhalle fliegen oder so. Irgendwie so sieht es zumindest aus. Ja, dann wollen wir mal. Ach du Kacke, was sind das denn für Lava-Monster? Die Ballons bringen nur Sternteile, ne? Maxi-Pilz, warum Maxi-Pilz? Was bringt der mir hier? Ho, 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 ho. Hier geht's auf jeden Fall ordentlich ab. Jetzt frage ich mich, wie ich hier die Münze... Ich schätze mal, die Münze ist jetzt hier nicht irgendwie am Ende eingesperrt, sondern die werde ich wahrscheinlich finden, oder? Die Musik ist cool. Hä? Eine Fledermaus! Wo kam die denn her? Was? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall auch warum. Maxi-Pilz! Okay, oder es gibt auch doch Tore. Okay. Habe ich auf jeden Fall übersehen. Ach du Kacke. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal deutlich schwieriger als dieser schöne Wald. Die Tore zu durchfliegen bringt jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr, ne? Ich denke mal, ich muss wenn dann alle treffen. Keine Ahnung, wie viel es gibt. 3 mindestens mal. Ja, okay. Aber wir können immerhin die Zeit noch knacken. Das ist ja schon mal was. Ich habe überlebt. Auch eine Leistung, ne? So, perfekto. Ich schätze aber mal, wir müssen sowieso wieder diese Mission spielen, wenn es hier noch eine weitere geben sollte. Aber, ja gut, bei der anderen Galaxie war es ja auch nur der Komet, der da eine weitere Mission gespawnt hat, getriggert hat, wie auch immer, auf den Plan gerufen hat. Naja, wir müssen so oder so nochmal hier rein, weil hier halt am Ende die Kometenmünze ist. Deswegen war das jetzt so ein, naja, Teilerfolg. Ach stimmt, das war jetzt aber auch ja eine Galaxie, die gespawnt ist wegen Fütterung von Gourmet-Luma. Ja, super, schön, wieder zurück in die Kack-Galaxie. Ja komm, bringen wir es direkt hinter uns, ne? Bringen wir es direkt hinter uns, ich rück mal wieder ein bisschen näher an den PC ran, hier an den Schreibtisch. Jetzt muss ich meine Fernbedienung vielleicht nicht mehr so krass umherschleudern. Also vor allem nach unten neigen, darum ging es mir hier, deswegen habe ich mich ein bisschen weiter weggesetzt und... Wir dürfen bestimmt irgendwas allein gegen die frostige Octo-Armee. Was heißt denn allein? Das ist eine komplett neue Mission, oder? Ah, okay. Oh, cool, cool, nice. Das ist eine sehr coole Mission. Wertet den Planeten, die Galaxie auf jeden Fall nochmal auf. Einfach wieder auf Zeit Leute vernichten. Oh, das klingt nicht nett, aber es ist halt so ein... Es ist kein Hack and Slay, aber man kann es irgendwie so vergleichen, einfach so Gegner-Smashing. Es ist schön, macht Spaß. Was? Scheiße. Ich weiß aber noch nicht so ganz, was daran so schwierig sein soll, ehrlich gesagt. Weil eigentlich kriegt man die doch recht schnell platt. Ja, nee, war auch kein Problem. War genauso einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das Zeitlimit fand ich jetzt extremst großzügig. Oh mein Gott, aber ich darf nicht runterfallen aus Versehen. Noch irgendwas zum Einsammeln, ja, sieht nicht so aus. Ja, her damit. Schöner, gediegener, einfacher Stern. Genau das, was die ganze Galaxie nicht war. Also gut, die ganze Galaxie ist jetzt halt irgendwie auch gelogen, weil es war nur ein Stern. Die anderen beiden waren ja im Endeffekt Bonusspielchen. Also die Galaxie war auch sehr merkwürdig.
sehr merkwürdig. Die Galaxie selbst war kacke, aber es gab halt einfach, ja, 66,6% aus den Sternen hier in Bonusspielchen. Na gut. Wie auch immer. Dann sammeln wir hier noch die Münze. Vielleicht können wir dann auch Welt 4 komplettieren. Ich schätze mal, das wird nämlich danach dann hier, also durch die Kometenmünze, die wir jetzt hier sammeln würden, würde das wahrscheinlich in Welt 4 getriggert. Das wäre dann auch schon mal eine sehr coole Sache, wenn man die dann schon mal erledigt hätte, dann hätte man die ersten 4 Welten komplett. Die ersten 3 haben wir ja sogar schon. So, aber ob das jetzt hier überhaupt alle waren, die ich gesehen habe, die 3. Der hat mir jetzt gerade irgendwas vom großen Sonnenkranz gesagt. Scheiße. Hätte ich mal aufgepasst, ne? Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Hinweis darauf war. Ach, hier ist auch schon einer. Okay, es gibt auf jeden Fall noch deutlich mehr, als ich gesehen habe. Also 4-mal mindestens, dann gibt es wahrscheinlich auch noch ein 5. irgendwo. Ein 5. Tor. Ah, super. Ah, der Maxi-Pilz wäre eigentlich gar nicht schlecht, aber den kann ich nicht mitnehmen, wenn ich das Tor mitnehmen will, oder? Jetzt muss ich gucken, wo das Tor war hier. Das war irgendwo unten. Ja, die Fledermaus habe ich jetzt auch schon wieder fast nicht beachtet. Komm, das schaffst du, jawohl. An den Kugelwilli irgendwie vorbei. Diesmal war Kugelwilli sogar richtig. Scheiße. Es sind doch locker 5, oder? 4 ist so eine komische Zahl. Da ist das 4. Aber ich muss auch überhaupt erstmal durchkommen. Das gibt leider noch eins. Ja, okay. Ja, gut, komm, egal. Es gibt leider noch ein Tor irgendwo. Okay. Ich befürchte irgendwie in diesem großen, offenen Bereich da. Weil man da, das kann man schwer einsehen. Okay, also es ist auf jeden Fall schon eine deutlich schwierigere Aufgabe als bei der ersten Galaxie. Also nicht hier, sondern hier jetzt, genau hier. Dass hier irgendwo das Tor noch ist. Aber wo? Ich weiß es nicht, es wäre jetzt meine Vermutung, dass es da vielleicht sein könnte, weil da gäbe es sonst relativ lange kein Tor und es würde sich meiner Meinung nach irgendwie schon anbieten. Ja, es war so klar. Aber immerhin hat er mich nicht komplett getötet. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt kann. An der Stelle hier. Uff. Big Uff. Wir haben ja zum Glück ein paar Leben. Die können wir gut gebrauchen. So. Ich kann auch hier mal durch andere Löcher fliegen. Also das hier unten ist gesetzt, aber danach vielleicht mal da unten durch. Öffnen wir jetzt aber auch keine neuen Möglichkeiten. Guck mal, hier geht's. Ah! Die Sternteile ebnen den Weg, aber dann muss ich irgendwie auch mal zurückkommen, oh mein Gott. Holy shit. Okay, vielleicht kann ich einfach einmal drumrum fliegen, also so nach links dann weiterfliegen. Das ist aber auf jeden Fall sehr interessant. Fies versteckt. Sehr fies versteckt, muss ich sagen. Ist eine der anspruchsvollsten Münzen bisher. Ich weiß ja auch nicht, ob es dann bei 5 Toren bleibt, aber 5 klingt für mich nach einer realistischen Zahl. Ui! Jetzt war ich zu tief. Man muss ja bedenken, dass es alles Motion-Steuerung ist. Also Fernbedienung neigen und so, das ist, ja, auch nicht so ganz einfach. Also man hat auch nicht immer so die Freiheit, die man vielleicht gerne hätte in der Steuerung. Oder man ist dann halt vielleicht mal ein bisschen zu engagiert. Okay, ich halte die Fernbedienung auch gerade ein bisschen merkwürdig, weil ich dachte, vielleicht habe ich da mehr Kontrolle. Spontan würde ich sagen, nee, es ist eher weniger. Okay, ich weiß auch nicht, warum ich die ehrlich gesagt so hoch halte. Ich kann sie auch einfach unterm Tisch halten. Das macht mir das Ganze eigentlich ein bisschen einfacher. Vielleicht klappt das jetzt dann besser für mich mit der Steuerung. Ja, okay. Holy shit. Man kann den schon ziemlich krass steuern, also ziemlich schnell, ziemlich weit und so. Ja, einfach nach links. Ist deutlich schneller. Aber trotzdem aufpassen, weil man sonst zu tief sein könnte. Ja, okay, das hat noch gerade so geklappt. Wir müssen abbremsen, wollte ich sagen. Ja, scheiße. Ja, komm, jetzt muss ich mich irgendwie töten. Ach, kacke. Ich werde währenddessen mal meinen Teebeutel hier entfernen.
Nee, so. Ist nicht ohne. Die Mission an sich ist kein Problem, aber die Münze jetzt hier sammeln, das muss man auch erstmal schaffen. Und ich bin schon wieder so halb mit meinem Arm über dem Tisch. Ich wollte doch das doch unter dem Tisch machen hier. Unter der Hand. Nein! Ja, ich finde das so schwierig. Die Motion-Steuerung ist halt echt nicht geil, ne? Ich trinke mal ein bisschen. Wobei, ist noch ein bisschen heiß, glaube ich. Waldbeere. Fruchtig her. Ich bin schon wieder über dem Tisch. Mein Gott, Niklas. So. Jetzt aber. Das wird was. Nein, nicht so. Ich hab dann irgendwie den Hang dazu, nicht krass genug hochzulenken. Bitte. Danke. Oh mein Gott. Hat das gezählt? Nee. Warum hat das nicht gezählt? Ich bin doch durchgeflogen. Mann. So ein Scheiß. Ach. Okay. Ich finde es auch wahnsinnig schwierig, sich irgendwie mit dieser Steuerung vertraut zu machen. Irgendwas blockt da in meinem Kopf. Ja, der fliegt da immer so tief dann plötzlich irgendwie. Ich kann quasi nicht mehr. Das Problem ist, dass er noch so halb in der Kurve ist, nach links. Und ich kann dann nicht so ordentlich nach oben ziehen, ohne dass er halt irgendwie dann so einen Noseflip macht. Das ist sehr. Ich finde es nicht sehr intuitiv zu bedienen. Weshalb mir das gerade nicht so wirklich gelingt. Ja, das nach links zu beenden quasi. Also ich mache nach links. Dabei geht er automatisch ein bisschen runter. Dann muss ich ihn so hochziehen so ein bisschen. Dann nochmal ein bisschen hoch, weil das Tor nicht ganz unten ist. Und jetzt bin ich sowieso viel zu tief. Das heißt, den Treffer muss ich jetzt erstmal kurz in Kauf nehmen. So. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir schnell genug sind, um gleich dem Steinblock noch zuvorzukommen. Allerdings glaube ich eher, dass er vorher nochmal runtergeht. Macht aber irgendwie nicht. Ja, ich musste das jetzt machen. Ich brauche doch das Scheiß-Tor. Jetzt ist auch noch so eine Timing-Sache. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schwierigste bisher. Auf jeden Fall. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es eine schwierigere Münze gibt. Schwierigeren Stern vielleicht noch, aber keine schwierigere Münze mehr zu sammeln. Lacht mich schon mal aus. Nee, aber die finde ich echt richtig hart. Und arschig. Ich bin ja froh, dass ich das Tor überhaupt erstmal gefunden habe jetzt, aber ist halt nicht mal die halbe Miete. So, jetzt bin ich auch nicht getroffen worden, was natürlich jetzt auch einen Zeitvorteil für mich bedeutet. Das heißt, eventuell ist der Rhythmus besser, aber gefühlt ist er genauso wie gerade. Ja, wobei, nee, ich glaube, ich bin jetzt schneller. Komm, Mario, das schaffst du. Jawohl. Sehr gut. Also, wenn man sich nicht treffen lässt da, dann passt das zeittechnisch auch besser. Ich sitze hier gerade auch so ganz gebückt und so. Richtig gamermäßig hier, meine Güte. Aber egal. Hauptsache, wir schaffen es jetzt, durch alle Tore zu fliegen. Und das sieht erstmal ganz gut aus, wenn ich jetzt nicht das letzte verkacke. Das Zeitlimit ist jetzt auch nochmal. Ach nee, das ist meine Bestzeit. Ich habe kein Zeitlimit in der Hinsicht. Soll ich die Münze treffen? Jawohl! Auch ein bisschen Schiss gehabt jetzt. Und damit haben wir unsere Bestzeit nochmal ja, 9 Sekunden unterboten. Das ist toll. Geflogen! Ja. Gib mir einfach den. Ach so, ja gut, klar. Den Stern habe ich sowieso schon. Mir ging es ja darum, dass ich jetzt die Kometenmünze habe und die habe ich. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zurück. Ja, ich habe vergessen, welche Galaxie es war. In Welt 4. Alles andere würde mich wundern. Dann bin ich gerade verwundert. Einen Augenblick! Ja, wenn du mir nicht wieder erzählen willst von wegen dann okay. Ich wollte nochmal bitte. Ich steuere gerade mit einer Hand, weil ich in der anderen noch die Tasse habe. Wie hießen die andere Galaxie? Sinkflug. Okay, und das war jetzt Sturzflug. Okay. Ist ein Unterschied. Honighüpfer war das. Okay. Gut, so, was hast du zu erzählen, Lua? Ja, belangloser Quatsch. Währenddessen konnte ich schön Tee trinken.
Okay. Ja, dann wird es offenbar Zeit für Bowser Juniors Bella-Bunker. Los geht's. Was erwartet uns? Diese Maschine ist ein Megamurks. Okay. Bowser Junior auch. Sieht aber schön aus. Das sieht mir auf jeden Fall danach aus, als müsste ich da... Ja, was heißt, das sieht mir danach aus. Da sind ganz klar das Wolken-Power-Up, ist da gefragt. Und was mit Toad passiert und seiner Truppe? Alles kaputt oder was? Das geht doch gar nicht. Was ist denn los hier? Skandalös. Und da hüpfen auch Leute rum. Ach so, das sind diese komischen Karies-Dinger. Okay. Hallo. Ich durfte mich nicht mehr bewegen, ne? So, also ignorieren. Schätze ich mal. Oder ist da... Ach komm, ich suche die Münze nicht. Ach so, ich muss da sogar noch irgendwas machen. Okay. Ich hätte vermutet, ich darf hier wieder erstmal alles ignorieren. Ist ja meistens so. Weg. Und du auch. Weg. Wer? Dann nicht. Dann gleich erst. Ich schätze mal, da muss ich die Dudes hier besiegen, hä? Komm, reicht. Weg. Oder auch nicht. Ein Kugelwilli. Ah. Gar nicht gesehen. Okay. Dann Kugelwilli. Hallo. Hast du Bock? Komm mal mit. Oh mein Gott, der ist verdammt nah. Ja, und hier ist Moor. Und das habe ich nicht gesehen. Shit. Okay. Jetzt weiß ich besser Bescheid. Kommst du bitte, Kollege? So. Ja, wunderbar. Passt. Okay. Was geht denn hier ab? Ja, gut, klar. Ist klar, wo ich hinzielen soll. Weiß auch nicht ganz warum, aber... Machen wir mal. Ein One-Up. Okay. Und da sind Hammerbrüder am Start. Diesmal mit Bumerangs. Also Bummerbrüder. Keine Ahnung. Ich glaube, die heißen trotzdem einfach Hammerbrüder. Weil es quasi so die Gattung ist. Oder so. Ist jetzt auch keine Erklärung für. Sonst ist hier nichts. So Poles hier kann ich ja nicht einfach so stehen lassen. Ach guck mal, hier ist noch ein Maxi-Pilz, ist immer. Und da drüben ist eine normale Münze. Aber noch nicht die Münze, die ich suche. Den nehme ich natürlich dann mit. Vor allem hatte ich sowieso zwei Energie. Hat mir also doppelt geholfen. So, ja, komm. Egal. Nehmen wir mit. Und weiter geht's. Hallo. Weiter geht's, habe ich gesehen. Sieht episch aus. Spratzelgedöns. Okay, hä, was? Ach so, das ist einfach wieder eine Kanone, stimmt. Und go! Ja, ein bisschen daneben gezogen. Egal. Ganz kacke war es nicht. Vielleicht kann ich ja betrügen. Wump. Schade. Das wäre irgendwie lustig. So. Sieht auf jeden Fall schon mal deutlich netter aus als bei dieser Heiß-Kalt-Galaxie. Da war das hier nämlich einfach nur arschig. Obwohl es ähnlich mit bewegenden Plattformen war und so. Ah. Und dich benötige ich jetzt, um hier hinzukommen, schätzungsweise. Hey, was? Was? Nein! Ha, wa, hä? Finde ich jetzt ein bisschen unfair. Das Ding kann mich treffen. Also das trifft mich von da. Na gut. Neue Chance auf das One-Up, würde ich sagen. Das war doch jetzt eigentlich ganz gut, oder? Boom. Perfekt. Schön. So, nochmal die Sternmünze einsammeln. Hier die Kometenmünze. Perfekto. Wieder ein bisschen warten auf die Wolke hier. Und los geht's. So, geht doch. Einmal ein Stampfer und weiter geht's. Was anderes kann ja nicht mehr sein. Die Kometenmünze haben wir. Das reicht nicht. Hallo, Bowser Junior.
Warum begrüße ich denn eigentlich noch den Sack? Papa hat gesagt, ich soll Acht geben, dass nicht noch ein großer Stern in deine Hände fällt, Mann! Ja, ja, Die Megamux-Maschine. Ja, mach mal. Ich bin mir sicher, wir können sie auseinandernehmen. Oder dich zumindest neutralisieren. Irgendwas. So, neue Wolke geholt. Also eine neue brauchten wir noch. Ah, okay. I see. So ein bisschen. Was er da für einen Quatsch macht. Und mein Ziel ist es jetzt einfach nur, zu ihm zu kommen. Nein! Ich war doch eigentlich schon... na gut. Wupp. Und wupp. Und Kollege, ich habe einen ziemlich fetten Arsch. Ach, schön. I like it. Oh, was macht er jetzt? Komplette Eskalation. Und währenddessen darf ich ihn auch, glaube ich, nicht berühren. Okay. Weiß ich Bescheid? Hä? Ist der Aufwind jetzt kaputt? Nee, okay. Er wollte nur gerade irgendwie nicht. Holy shit! Brudi! Es ist nicht gut, wenn er das macht, oder? Dann darf ich ihn nicht berühren wahrscheinlich. Also ich muss dann auf jeden Fall fernbleiben, würde ich spontan zumindest vermuten. Komm, Wert wieder. Genau. So. Dann würde ich jetzt einmal hier... Zack! So. Ich glaube, der wollte gerade schon wieder hier Spratzelsaugen machen. Oh, eine weitere. Ja, jetzt ist er ein Panzer. Okay, jetzt bewegt er sich. Höchstwahrscheinlich. Oh, ich sollte auch mal Energie nochmal mitnehmen, wenn ich hier gerade eine Münze sehe. Ja, das wird jetzt tatsächlich ein bisschen krasser mit einem Panzer. Ah, jetzt hat er da so eine Feuergedönswelle. Bitte, nein, ich bin kein Wolken-Mario mehr. Schade. Okay. Ich nehme mal den auf. Ja, oh, wollte ich eigentlich mitnehmen, aber da ist jetzt der Bowser Jr. am Start. Dann lassen wir es vielleicht lieber. Ich wollte eigentlich nur eine Münze mal stehlen. Aber gut. Ach, guck mal, jetzt gibt es eine weitere Ebene auch entsprechend, die wir erreichen sollten. So, du Sack. Nein! Jetzt bin ich über ihn drüber gesprungen. Bitte. So. War es das etwa schon? Gefällt mir. Der Bosskampf war cool. Leider ist mein Tee schon fast leer. Aber macht nichts. Ich laufe gerade mit einer Hand. So. Nein. Da. Schön. Pünktlich um 13:09. Keine Ahnung, was das für eine Rolle spielt. Eigentlich keine. Ich wollte es gesagt haben. So, Tasse ist leer und ein neues Weltentor wurde geöffnet. Und das war Stern Nummer 87. Heilige Scheiße. Easy much. Das war das fünfte, der fünfte große Stern. Ich hab mir schon gedacht, du wirst es schaffen wirst. Ja, ja. Vor dir liegt die sechste Welt. Noch mehr Widerstand. Holen wir einfach noch die übrigen paar Sterne und retten dir die kostbare Person. Ja. Bist du bereit für den großen Kampf? Oh. Das hört sich ja vielleicht doch schon so an, als könnte die sechste die letzte sein. Ich meine, angenommen, es fehlen jetzt halt noch so, weiß ich nicht, 3-4 Sterne in den vorherigen Galaxien. Dann fehlt natürlich nur noch, also wenn wir jetzt mal mit 120 rechnen würden, dann fehlen nur noch so 25 oder sowas. Und die könnten ganz gut in einer Welt noch sein und nicht in mehreren noch. Wir haben es endlich geschafft, der Kampf mit dem Unhold steht kurz bevor. Sei wachsam, gib dein Bestes. Tatsächlich. Das hört sich sehr danach an, als wäre das die letzte Welt. Und das hatten wir ja, das habe ich auch schon mal auf der Weltenkarte gesagt. Als wir hier zum Beispiel waren, konnte man diese Verbindung hier schon sehen, auch wenn wir noch gar nicht hin konnten. Aber jetzt, seht ihr ja hier, da ist dieser Mega-Wirbel, das scheint tatsächlich die finale Welt zu sein.
Insofern finde ich schon mal sehr geil, dass wir die erste Welt, die zweite Welt, die dritte Welt komplett haben. Bei der vierten Welt fehlt nur noch dieses Honigbienengedöns hier. Also der Komet da. Und hier fehlen auch nur noch zwei Welten mit den Kometen. Und bei der einen ist übrigens schon der Komet im Anflug, sehe ich gerade. Was mir gar nicht gesagt wurde, dank diesen ganzen Ereignissen hier. Das heißt, wir können direkt wieder in die Böller-Bunker-Galaxie gehen. Das machen wir doch direkt mal. Ja. Und dann haben wir in beiden Welten nur noch eine Mission zu erledigen. Eine Kometenmission. Which is quite nice. Ein Risikokomet. Ja, ich glaube, ich wurde einmal getroffen, ne? Ich glaube, ich hatte einmal zwei und habe dann halt eine Münze gesnackt. Daran kann ich mich auf jeden Fall bewusst erinnern. Aber ob ich noch öfter getroffen wurde, weiß ich nicht. Mit einem Treffer ist auf jeden Fall machbar. Da gibt es schlimmere Bosse, aber wir müssen die ganze Galaxie so schaffen. Das ist dann wiederum ziemlich arschig, muss ich gestehen. Der kommt noch, jawohl. Das war scheiße. Das war ziemlich scheiße. Aber immerhin bin ich noch am Leben. Ha, ja, das könnte interessant werden. Ich meine, die ist absolut nicht lang, aber muss man auch erstmal machen. Na, hier komm. Karius, hau ab. Nein, nein. Warum habe ich denn jetzt so Probleme hochzukommen? Okay, weil es auch echt nicht so einfach geht. Aus dem Lauf heraus ist möglich so, aber sonst... Okay. Es verwirrt mich ein bisschen, dass da so ein Fliegensound kommt. Also es hört sich so ein bisschen an wie so eine summende Fliege. Ja, ich glaube, das wäre aber doch schon eigentlich fast schon wieder was für den nächsten Part. Der ist verdammt nah dran. Gott, hat alles irgendwie geklappt. Gut, gut. Das wird kein Treffer fürs One-Up, glaube ich, aber... Ja, doch, okay. Schön. Ihr solltet eigentlich gar kein Ding sein. Zack. Und zack. So. Und jetzt kommt auch nur noch diese... Heiß-Kalt-Geschichte da, oder? Ach, das kommt auch noch. Was eigentlich nichts anderes war, als einfach nur auf die Rückseite laufen und sich dahin zu schießen. Nee. Es wurde verändert. Es wurde verändert! Ihr Säcke! Ihr Schweine! Wie kann ich denn damit rechnen, dass es jetzt plötzlich anders aussieht hier? Okay. Ja, gut. Ach, komm. Oder? Ach, nee, komm. Wir machen das am nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Tschüss.